Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder eure Hanni zu einem neuen Unboxing, nämlich und zwar die Goodie Box vom Dezember. Ja, und die sieht toll aus, Leute. Ich muss mal ein bisschen mich richten hier, mein Haar. So, habe heute auch wieder rumgespielt, rumexperimentiert mit der Palette hier. Ja, ich wollte mal gucken, was so möglich ist, ne? Ja, und ich zeige euch die mal. Guckt mal. Ist die schön? Guck mal, ist die schön oder ist die schön? Sagt jetzt nicht, die ist nicht schön. Ich finde die so schön. Matter Hintergrund und die Kugeln hier vorne so glänzend, ne? Die Goodie Box ist heute mal richtig schön im weihnachtlichen Design. Schade, kann man doch eigentlich nicht so das ganze Jahr hinstellen. Vielleicht ist es wieder eine Wendebox. Hatten wir ja schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, welche das war. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen, von welchem Monat das war. Die Goodie Box bekomme ich für 19,95 im Abo. Kann ich jederzeit kündigen. Da hat man wirklich Markenprodukte drin, von denen ich noch nie was gehört habe. Und richtig gute und teure Markenprodukte. Aber da kommt ja mal so, ich mache auch mal so von den Goodie Boxen so aufgebraucht, was ich schon alles aufgebraucht habe. Ich muss sagen, das ist nicht immer alles so gut. Oder es hat nicht gerade eine gute Qualität. Und es kostet Schweinegeld, aber ja, da habe ich schon die eine oder andere Erfahrung jetzt gemacht vor kurzem, wo ich dachte, so, eigentlich ein teures Produkt, aber irgendwie, ne? Und dann hat man hier immer so einen Wert von zwischen 70 und 100 Euro. Ich blende das mal euch hier ein, was der Gesamtwert der Box ist. Es gab diesen Monat, gibt es ja jetzt immer alle Vierteljahre eine Crush-Box dazu mit Make-up. Ich habe mich gegen sie entschieden. Weil das, was immer da alles so drin ist, habe ich auch schon zigtausend Mal da. Ja, es sind nicht die gleichen Marken, aber trotzdem, ich brauche jetzt nicht normal roten Lippenstift und wie seht ihr was. Wenn ich es nicht haben muss und die jetzt nicht in der Monats-Abo-Box drin ist, ja, aber wie gesagt, muss ich da diese Quatschbox jetzt nicht unbedingt haben und das hat mir sowieso da alles nicht zugesagt. Ich habe mir die Box zuschicken lassen. Sollte dir die Box gefallen, darfst du sehr, sehr gerne meinen Link nutzen. Siehst du unten in der Infobox, da bekommst du deine erste Goodie-Box für 9,95 €, ne? Wenn sie dir gefallen sollte. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Alle Fakten gesagt? Ja. Ich glaube, ich müsste jetzt alles gesagt haben, was ihr wissen müsst. Ja, wir machen mal auf. Och Gottchen. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich habe echt gedacht, hier ist nichts drin. Na, dann bin ich ja mal spannend. Hier wirklich, guck mal, wenn ich jetzt das Leaflet rausnehme, das Heft, hat das diesmal ein Motto? Nicht so wirklich. Diesmal ist das Motto, es hat, vielleicht steht es hier drinne. Nö. Gut, okay. Aha, hier steht es. Ich zeige euch mal, das Heft sieht so auch aus. Da habt ihr auch das Muster oben, wie es auf der Box ist, ja, ganz schwach, ne? So, Lesestunde mit Hani. Da steht immer ein ganz schöner Text dazu. Das ist die The Wrap It Up Box. Mit Traditionen nicht zu spaßen. Wenn es eine Zeit im Jahr gibt, in der Traditionen ganz groß geschrieben werden, dann wohl im Winter, der in zahlreichen Feiertagen eingebettet ist. An Weihnachten sind schnulzige Weihnachtsromanzen und nostalgische Märchen Pflichtprogramm. Oh ja. Ich bin kein Fan von Schnulzenfilmen. Ich meine das immer so ein bisschen, weil es gibt schon mal den einen oder anderen, wo ich auch gerne mal, oh, ist das schön und, oh, ja, sowas passiert dann immer nur im Film, ne, wenn ich so ein Liebesschnulzen sehe. Und zu Weihnachten kommen ja jetzt immer diese Liebesfilme entweder auf Disney Channel oder Super RTL, ne? Also ich glaube, auf Super RTL ist immer Dienstags, Samstags und Sonntags, wo die da immer diese Liebesweihnachtsfilme bringen. Ich gucke die so gerne, Leute, die sind so toll. Und das. Aber nicht nur wegen der Handlung, sondern in den Filmen ist es da auch richtig weihnachtlich gestaltet. Das finde ich so herrlich. Na, Märchenfilme sowieso. Schneewittchen ist mein Lieblingsmärchen. Ah, das mag ich voll. Ich komme ja so DDR-Zeiten und da waren ja damals DDR-Zeit, ja, komme ich her. Und da gab es ja diese DEFA-Verfilmung. Weiß nicht, wer auch aus dem Osten kommt, kennt das, ne? Und die sind am schönsten, die Märchenfilme. Und vor allen Dingen Schneewittchen, richtig toll gemacht. Kam jetzt, glaube ich, am letzten Nikolauswochenende. Mein Gott, ich quatsche schon wieder so viel. So, wo war ich stehen geblieben? Pflicht. Und Silvester wäre nicht Silvester ohne das Runterzählen des Countdowns. Um Mitternacht und unsere Vorsätze fürs kommende Jahr. Naja, gut, ich glaube, dieses Jahr
wenn sie Ausgangssperren verharren, ne, und Kontaktverbot und weiß ich nicht was. Kann sein, dass ich den Silvester schön hier alleine verbringen werde, aber ich habe mich schon einen Plan gemacht, was ich denn Silvester mache, wenn ich alleine sitze. Also ich weiß mich dann schon zu beschäftigen. Ich werde wahrscheinlich meinen Jahresadventskalender basteln. Läuft, würde ich sagen. Aber erstmal bin ich ja arbeiten. So, wir sind uns sicher alle einig, dass 2020 nicht gerade das Jahr war, was sich die meisten von uns erhofft haben. Alles, was wir mit Tradition verbinden, wird in Frage gestellt und bringt jedem von uns dazu, umzudenken und anders zu handeln, als wir es gewohnt sind. Kurzum, Corona, ich kann dieses Wort schon nicht mehr hören, versaut uns unsere Traditionen und gerade weil derzeit alles etwas anders ist, können wir unsere monatliche Portion Selfcare als Aufmunterung mehr als gebrauchen. Ja gut, man muss das Beste draus machen. Also jetzt zu Hause sich einigeln und versauern, deswegen Leute, ich mache auch das Beste draus. Ich will auch davon nicht mehr viel hören oder sehen oder lesen. So langsam. So. Wir versprühen diesen Monat extra viel Freude und haben dir eine Box zusammengestellt mit der Creme de la Creme an Produkten, die eine Wohltat für Körper, Geist und Seele ist. Quarantäne hin oder her. Ja gut, den Text, also das hätten sie sich jetzt auch schon, das ist schon, weiß ich nicht. Dein wohlverdientes Verwöhnprogramm wird nicht von Must-Have-Liste gestrichen. Jetzt kannst du so richtig in deiner Me-Time-Routine aufgehen und unsere Goodiebox des Monats ist dafür ein idealer Begleiter. To wrap it up, trotz dieser skurrilen Zeit wünschen wir dir alles Liebe und hoffen, dass du neben den alten Traditionen auch neue wunderschöne Erinnerungen machst. Wir sind immer für dich da, naja, gut zu wissen. Und die Namen werden hier immer mehr. Ich zähle die Namen jetzt nicht auf von dem ganzen Goodiebox-Team. Okay, Leute, wir gucken dann mal rein, ne? Wie schön sie uns die Corona-Zeit machen wollen. Das sieht ein bisschen mau aus hier, also ein bisschen mager heute. Pass mal an, ne? So, heute haben wir genau 5 Produkte und gar nicht viel Werbung drin. Wir fangen mal mit dem hier an. Ach, schon wieder von Jokobe. Da hatten wir schon mal das ein oder andere Produkt mit in der Box. Was? Eine Niacinamide-Serum? 50 Milliliter? Ja, ein Serum. Irgendein Serum. Hier steht wieder alles mal auf Englisch. Irgendein Serum. Okay, da gucken wir gleich mal ins Heftchen rein, ne? Ja. Hello. Da haben wir schon das ein oder andere Produkt mit drin gehabt. Aha, BHA, Glow Cleanser, ein Glow Cleanser, Cleanser. Cleanser, Cleanser. Cleanser, Cleanser, wie auch immer. Ist ja auch egal. Da haben wir schon das eine oder, wie viel haben wir denn hier drin? 20 Milliliter. Da hatten wir auch schon mal das ein oder andere Produkt mit drin gehabt. Ja, da glowt man denn danach. Ne? Da hat man so ein Glow im Gesicht. Okay, muss ich mir dann nochmal angucken, wie man das dann besser verwendet. Ne? Ja, wie gesagt, da haben wir schon das ein oder andere Produkt drin gehabt. Entweder Cremes war schon drin von Dicure oder Serien waren auch schon einige. Ja, dann kommen wir, Kosmetik, dekorative Kosmetik. Nein, I am strong, mein Gott. Defensa Brow Pencil, okay, da habe ich von der Marke hier auch einen Lippenstift, der war in meinem Goodie Points, nicht Goodie Points, Goodie Box Adventskalender, oh Gott, ey. Ja, und genau, ne, das ist die gleiche Marke, aber ich benutze keine Augenbrauenprodukte außer Gel. Wenn das ein farbiger ist, wird der weiter wandern, benutze ich nicht, weil guckt meine Augenbrauen an. Meine sind von Natur aus so. Aber ein zartes, schmales Stiftchen. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Aha. Guckt mal. Das dreht man hier auf. Hat wirklich eine ganz feine, dünne Miene. Ne? Und dann dreht man das wieder runter. Und dann hat man hier diesen Spuli dazu, was man denn so auf die Augenbrauen so kennt. Ja gut, der wird weiter wandern, der bleibt nicht bei mir, weil, wie gesagt, ich benutze keine Augenbrauenprodukte. Ja gut, okay, ne? Hat man immer halt mal was drin, was halt jetzt 0,07 Gramm. Ach ja, die Preise blende ich euch hier ein, ne? Habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ja, ne? Habt ihr bestimmt... Ein Mascara. Ein Mascara von Melusine. Kann ich nicht aussprechen, Leute.
zeige euch das mal. Seht ihr, ne? Milusine, Paris. Ein Mascara. Oh, der ist schön, Leute. Guckt euch dieses Packaging mal an. Oh, toll. Black Mascara mit Castor Oil, Argan Oil and Hemp. Enriched with Vitamin E. Also der soll nicht, so wie ich es lese, ist es ein Mascara, der recht pflegend sein soll. Hier steht es, Mascara and Conditioner 3 in 1. Muss ich nochmal genau ins Heftchen reingucken. Ah, der ist schick, oder Leute? Oh, das passt hier, wisst ihr, wo das hinpasst? Das passt wieder so richtig schön hier zu meinem Gold Rosé. Noch ein Mascara. Ich kann noch nicht so viele Mascara aufheben. Aber der ist halt dekorativ. Und ich liebe Sachen, wenn die dekorativ sind und ich sie mir hier hinten mit hinstellen kann, dann bleibt der bei mir. Der wird ausgetestet. Der bleibt. Der ist noch eingeschweißt. Ich weiß nicht, lasse ich den erstmal noch zu, Leute? Ich lasse den erstmal noch zu, weil ich den verwende. Was ist das denn? Relove Deodorant Vegan. Oh, endlich mal ein Produkt, was ich nicht im Backup habe, Leute. Ich habe ja durch Adventskalender-Unboxing, Beauty-Boxen, Haufen Pflegeprodukte, Serien und weiß ich nicht was. Aber ich habe irgendwie im Backup kein Deo oder so. So sieht's aus. Es kommt in so einer Metalldose daher. We love the planet, you love staying fresh, naturally soft, sweet and soft, baking soda free. Gucke an, 40 Milliliter. Okay. Das wird ausprobiert, da freue ich mich drauf. Das Deo kann man immer gut gebrauchen, kriegt man das auf. Und es ist eine Metalldose. Ja, es sieht jetzt nicht gerade so ansprechend aus, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Es hat einen angenehmen Duft. Oh, das fühlt sich aber, oh, muss man erst, also das ist wie so ein, naja, wie soll ich sagen? Es ist hart, sagen wir es mal so. Und dann da muss man sich das immer so mit die Finger auftragen, das ist immer blöd, damit das dann so ein bisschen Konsistenz ist, ja. Okay, das ist ein sehr interessantes Produkt, damit muss ich mich dann auch noch mal genauer befassen. So, jetzt nehmen wir uns mal das Heftchen vor und gucken, was die Produkte so machen sollen. Guckt mal, der Mascara hat denn so eine Bürste hier und ich gehe von aus, das ist ein Silikonbürstchen. Genau, dieser coole 3-in-1 Mascara kombiniert Wimpernpflege und Farbintensität in einziger Formel. Deine Wimpern werden gestärkt, regeneriert. Und das Wimpernwachstum wird zusätzlich stimuliert. Geil. Doch. Die brauche ich dir jetzt stehen hier. Das wird ausgetestet. Die bleibt. Er ist mit Rizinusöl. Rizinusöl soll sehr gut sein für die Wimpern, ne? Zur Pflege, damit die noch ein bisschen mehr wachsen. So, ne? Soll wohl richtig gut sein. Hanföl. Oh, na, das klingt ja auch noch interessant. Also immer, wenn ich so Produkte höre mit Hanf, da geht bei mir, muss ich austesten. Omega-6, Fettsäure und Vitamin E angereichert. Frei von Parabene und Sulfat. Die Silikonbürste, siehst du, habe ich richtig geraten, Silikonbürste, macht das Auftragen zu einem Kinderspiel. Eine Minute Wartezeit zum Trocknen einrechnen. Okay, die klingt interessant, die Mascara. Dann das Jokebe-Serum. Deine Haut wie neu mit dem Jokebe-Serum. Das hochkonzentrierte und nährstoffreiche Serum wurde entwickelt, um das natürliche Gleichgewicht, immer dieser Finger hier, dieser bedrohende Finger, wiederherzustellen. Das Niacinamid, Vitamin B3, gleicht dem Hautton aus, glättet die Hautstruktur und reduziert Pigmentflecken und Rötung. Okay, dann wird das weiter wandern, weil das Ding brauche ich nicht. Ich habe weder Pigmentflecken noch Rötung. Ich weiß nicht, ich habe sowas nicht. Ich weiß nicht, meine Mutti hat sowas auch nicht. Weiß ich nicht. Dann wird das mal weiter wandern. Das ist kein Produkt für mich. Es ist 100% vegan und kommt aus Dänemark. Das beste Ergebnis erzielst du, indem du das Serum morgens und abends auf die saubere Haut aufträgst. Gut, trifft auf mich nicht zu, dann wird das weiter wandern, ne? Jetzt kommen wir zu dem Deo. We love the planet. Ein Deo, das gut für deinen Körper und den Planeten ist. Yes, please. Das cremige Duo von We love the planet ist rein vegan und hält Inhaltsstoffe, die die Haut beruhigen und die Feuchtigkeit spenden. Es zieht schnell ein, ohne die Poren zu verstopfen. Soll das für das Gesicht sein? Nee, Körper. Hier steht Körper. Aber Poren, hat man die überall? Hat man die auch unter der Achsel?
Bestimmt, ne? Naja, klar. Da, wo die Haare so. Ja, manchmal hat sie manchmal hat sie, wie soll ich sagen, manchmal hakt sie ein bisschen hier rum, ne? Es zieht schnell ein und Porenzimmer, so bleibst du den ganzen Tag auf natürliche Weise frisch. Einfach eine kleine Menge auf die saubere Achselhöhle auftragen. Okay, kann man so unter die Achselhöhlen machen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich hatte nämlich schon mal so ein Ding gehabt von I plus M. Das ist auch so eine natürliche vegane Marke. Das war auch toll. Das war mal in der Pinkbox vor ganz vielen Jahren mal. Das ist schon ganz viele Jahre her. Leute, das war gut. Das hat mir richtig gefallen, das Deo. Also an den Cleanser, also das Ding hier von The Cure. Der vegane und geruchsvolle Clow Cleanser von The Cure beseitigt Make-up-Ablagerung, Schmutz und Unreinheiten. Er schafft das perfekte Grundlage, um Wirkstoffe und Nährstoffe aufzunehmen. Die Formel exfoliert sanft mit Glykolsäure, meine Fresse, und Salicylsäure. Leute, um verstopfte Poren zu befreien, schon wieder so ein Ding. Also, heute haben sie es hier mit ihren verstopften Poren zu befreien und die Zellneubildung zu stimulieren. Zellneubildung, oh Gott, ich lasse los, zu stimulieren, ohne die Hautschicht zu beschädigen. Das Superfood-Konzentrat und die Hyaluronsäure versorgen deine Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen. Wie wendest du es an? Jetzt kommt der interessantere Teil. Das gilt täglich morgen und abends mit trockenen Händen auf dein trockenes Gesicht ein, um Make-up-Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. Deine Augenpartie zuletzt. Jetzt ein paar Spritzer Wasser dazu, nochmals einmassieren, bis ein feiner Schaum entsteht. Anschließend mit lauwarmem Wasser. Und das ist einfach so ein Gesichtsreinigungsgel, ne? Was ich ja sowieso jeden Tag nehme. Gut, dann probiere ich das mal aus. Das wird auf jeden Fall ausprobiert. Ja, ihr Lieben. Ich wollte eigentlich das Video nicht so lang werden lassen. Ich muss gucken, was ich rausschneide. Wie gesagt, hat dir diese Box gefallen? Nutz meinen Link, dann kriegst du die für 50% weniger, ne? Habe ich doch schon mal gesagt. Mein, aber ist egal. Die Box vom Dezember, ja. Ganz so, der Mascara haut mich um. Auf das, ne, da bin ich schon richtig gespannt, aber Augenbrauenstift und Jokebe wird weiter wandern, das brauche ich nicht, ne? Ansonsten alles andere werde ich ausprobieren. Ja, das war's von mir. Hat dir dieses Video gefallen, darfst du mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen und Liebe da lassen. Und Liebe da lassen. Ja. Und zum Schluss blende ich dir hier heute ist einer dieser Tage. Und zum Schluss blende ich dir hier die Playlist ein, ne, von den Goodieboxen, die ich bis jetzt unboxed habe. Und aufgebraucht von Goodieboxen findet ihr auch in der Playlist, ne, wo ich so erzähle, was die Produkte so gemacht haben, getaugt haben, wie auch immer, ob die gut waren oder nicht. Und Playlist von meiner Adventskalender-Invasion oder Adventskalender-Unboxing, ich weiß es immer nicht, was ich hier einblenden soll, denn ihr könnt ihr völlig kostenlos, seht ihr hier meinen Kanal, den ihr völlig kostenlos abonnieren könnt, würde ich mich von Herzen drüber freuen, damit wir noch etwas mehr wachsen. Und ich denke mal, hier seht, nein, ich denke hier seht ihr denn meinen aktuellsten Upload, ne? Genau. Und ich sage jetzt, macht's gut, tschüssi, es war mir wieder ein Fest, eure Hani.